Moin Leute, das war ein langer Vormittag für mich. Seit 8 Uhr warte ich und jetzt ist es endlich gekommen. Mein Paket von Sony. Und da drin ist er. Der PlayStation VR 2 PC Adapter. Leute, ist vielleicht ein denkwürdiger Tag heute. Ich kann mich noch erinnern, wie er angekündigt wurde. Wie er dann offiziell für den 7. August angekündigt wurde mit allen Daten etc. Und jetzt habe ich die Gelegenheit, ihn schon in der Hand zu halten und für euch einen kleinen Test machen zu können. Ich habe zwei PCs hier, an denen ich das austesten kann. Einmal ein absolutes High-End-Gerät, ein Notebook von Bestware, ein XMG Neo 17 aus dem Jahr 2024 mit einer RTX 4090. Ist zwar ein Notebook, aber das Powervollste, was man kriegen kann tatsächlich. Und dann habe ich mein ganz normales Razer aus dem Jahr 2019 mit einer RTX 2080. Das liegt immer noch über den mindesten Anforderungen, die Sony eigentlich auf seiner Seite gestellt hat und ist ungefähr so bei den empfohlenen. Ich bin super neugierig, wie das Gerät jetzt überhaupt läuft am PC. Das werde ich erstmal mit dem großen Notebook ausprobieren und dann werde ich der Reihe nach testen, wie viel Performance die PlayStation VR 2 mit diesem Gerät jetzt wirklich braucht. Bevor wir richtig loslegen, würde ich euch aber darum bitten, diesen Kanal zu abonnieren und dem Video ein Like zu geben. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Hier drin ist aber nur Pappe und da eine Kiste. Was soll denn das? Wieso machen sie ja nicht die Umverpackung auch so schmal, wie die Kiste ist? Alright, hier ist ein kleines Heftchen. Dann der Adapter an sich. Hier kommt die PlayStation VR 2 reingesteckt. Hier hinten ist ein DisplayPort-Anschluss und hier ist nochmal ein Anschluss für Strom. Und in den Adapter fest verbaut ist USB-A. So, einfach so ein Standard-Netzteil und dann der Stromanschluss dafür. Was jetzt noch fehlt zu dem Glück, ist natürlich ein PC mit einem Steam-Account. Und, ganz wichtig, man muss sich selber ein DisplayPort-Kabel besorgen. Ich habe das schon gemacht. Ich hoffe, das ist ein gutes. Ja, hat bei Amazon irgendwie 10 Euro gekostet. Ich habe ein sehr kurzes genommen, weil ich nur Laptops habe und dann hier nicht so einen Kabelgewirtschafter auf dem Tisch haben will. Sieht eigentlich ganz nett aus hier, der Adapter. Das hier ist so ein bisschen gummiert. Macht einen netten Eindruck. Und jetzt schließen wir das mal an. Die passende PlayStation VR 2 mit den Controllern habe ich natürlich auch schon da. So, das sollte jetzt nicht sehr schwer sein. Ich stecke erstmal den DisplayPort rein. Dann Strom. Und jetzt kommt das Ganze in den USB-A-Port. Meine Güte, ja, jetzt hat man schon eine ganz schöne Verkabelung. Ne? Erinnert so ein bisschen an die PlayStation VR 1. Wenn das erstmal verbaut ist, ist es aber einfach, denn die PlayStation VR 2 kommt einfach nur hier rein. Plagen. So, das war's. Und jetzt können die Spiele beginnen. Man braucht natürlich noch die entsprechende App für Steam. Die habe ich schon da. Jetzt geht's los. Controller habe ich auch schon bereitgelegt. Und jetzt drücke ich einfach mal auf Start. Erste Schritte. Mach dich bereit für ein packendes Spiel. Ja, okay. Dann beide Controller. Bereite die Controller vor. Das habe ich schon gemacht. So, ich habe mir schon erlaubt, meine Controller mit dem Bluetooth meines Computers zu pairen. Als minimal Bluetooth ist 4.0 angegeben, dann müssen wir mal gucken, was ihr da habt. Es gibt auch jede Menge Dongles, wenn ihr kein anständiges Bluetooth im Rechner habt. Spannend wird es bei dem 2019er Razer Blade, was da hinten auf dem Tisch liegt. Aber ich glaube, 4.0 ist auch schon älterer Standard. Also die meisten Geräte sollten das eigentlich haben. Da ich den schon gepairt hatte, erkennt er den auch gleich. Ja, ich habe einfach nur die PlayStation-Tasten gedrückt und sie sind verbunden. Nächster Schritt. Jetzt die ganzen Sachen einstecken, habe ich schon gemacht. Alles schon erledigt. PlayStation wieder einstecken. Und jetzt kommt der spannende Moment. Einschalten. Ah, funktionieren tut es. Sie hat gerumbled, wie man das kennt, wenn man sie an der PlayStation 5 betreibt. Verbinde dein VR-Headset, drücke die Power-Taste. Weiter. Weiter. Nein. Daten, die du zur Verfügung stellst. Hier könnt ihr euch aussuchen, ob ihr eure ganzen Daten zur Verfügung stellt oder begrenzt. Das müsst ihr wissen. So, der Kopfhörer ist schon angeschlossen. Das muss ich jetzt nicht mehr machen. Legen Sie die VR-Headset und die Controller in Reichweite. Habe ich gemacht. Um die PlayStation-App zu nutzen, muss man SteamVR als Runtime festlegen. Das ist ganz interessant, dass das hier kommt. Ich bin nämlich erst gestern durch die Pimax auf das Problem gestoßen oder auf die Erkenntnis gestoßen, dass es die überhaupt gibt und wo man sie ändert. Geil! So, dafür geht ihr nämlich in SteamVR, dann in Einstellungen. Und wenn man wie ich mehrere Systeme laufen hat und natürlich auch eine Oculus und so weiter und so weiter, dann ist bei mir jetzt hier gerade Oculus eingestellt. Ich stelle mal jetzt halt auf SteamVR. Das kann man Gott sei Dank umschalten. Das ist damit erledigt. Ja, bitte weiter. So, die beiden Controller sind verbunden. Ich setze jetzt die PlayStation VR auf, so wie immer, aber unter ganz neuen Konditionen. Interessant.
Falls ihr euch übrigens fragt, warum meine PlayStation VR ein bisschen anders aussieht, ich habe hier das Comfort Kit von Global Cluster dran und ich würde das echt jedem empfehlen. Wenn euch das interessiert, habe ich hier oben ein Video dazu gemacht, das könnt ihr euch mal angucken. Okay, ich sehe jetzt in der PlayStation, oh, das ist ein bisschen aufregend, die Steam VR Umgebung sieht gut aus. Jetzt hat man die Möglichkeit, den IPD einzustellen. Im besten Fall wisst ihr den natürlich. Kopfhörer aufsetzen, Controller in die Hand. Wir können hier auch ganz normal den Pass to der PlayStation VR 2 sehen, ja, wenn man jetzt den Raum einrichten möchte. Das kennen wir eigentlich alles soweit. Ich sag mal weiter. Soll ich den Raum scannen? Das ist jetzt nicht derselbe Vorgang wie die Raumscannung, wenn man in der PlayStation so dieses Wireframe ist, aber irgendwas hat er hier gemacht. Dann stelle ich mal die Bodenhöhe ein. So, das mache ich einfach mit dem Stick vom linken Controller, kennt man von der PlayStation. Und jetzt sagen wir, wir möchten eine benutzerdefinierte Umgebung. Da kann ich einfach den Umkreis, den ich haben möchte, malen. Ja? Und ich mache jetzt mal hier einfach alles. So, ich habe nicht vor rumzulaufen, deswegen ist das okay so. Übrigens, die Durchsicht, also der Pass-Through auf der PlayStation VR 2, sieht auch wirklich gut aus. Leider ist er nur schwarz-weiß, ja, aber ich kann sogar hier, wenn ich ein bisschen näher rangehe, Sachen auf dem Bildschirm lesen, Handy ablesen, sowas klappt. Ja. Und das ist schon eigentlich eine nette Geschichte, wenn man nicht immer das Headset abreißen will, wenn man irgendwas im Raum erledigen muss. Jetzt haben wir ein natives DisplayPort-Headset am PC. Ich weiß nicht, wie lange ich das schon nicht hatte. Ach ja, gestern gerade mit der Pimax, aber die hat noch ein paar Probleme gehabt. Und tatsächlich nehme ich auch dieses Menü hier schon immer als so ein bisschen ersten Hinweis darauf, wie die Grafik so ablaufen wird. Hier vor mir direkt ist alles super knackenscharf. Interessant wird es aber nach hinten hin, da wo die Rillen dann näher aneinander kommen. Ja. Ich habe ja eigentlich ein ganz sauberes Bild mit so ganz, ganz leichten Moiré-Effekt, wenn es nach hinten geht. Aber das ist am Ende des Tages jetzt keine Geschichte, die an der Brille liegt, sondern an den Einstellungen von SteamVR. Ja, da stellt man die Auflösung etc. ein. Und wie gesagt, ich lasse jetzt mal alles auf Default. Wir müssen jetzt mal ein Spiel starten. Da jetzt eine Geschichte ist, die wir alle mal ausprobieren wollten, starte ich natürlich Half-Life Alyx. Ja? Hier nochmal die Einstellung, also Video. Ich habe es einfach auf automatisch. Wenn ihr keinen Rechner habt, der so schnell ist, dann macht ihr bitte die Bewegungsglättung an. Dann berechnet er nämlich nur die Hälfte der Bilder und dupliziert die in Clever intern. Aber das macht ihr bitte nur, wenn es anfängt zu stottern, wenn man die normalen Einstellungen lässt. Ja? Bei den anderen Sachen müsst ihr eigentlich erstmal gar nichts anfassen. Das ist alles okay. Ich guck mal meine Controller an. Die scheinen perfekt getrackt zu werden. Hier ist alles sehr ruhig, aber das sieht man auch erst im Spiel. Sehr geil. Farben sehr knackig. SteamVR hat uns automatisch 4100x4200 Pixel gegönnt. Das wird dann wieder runtergecrunched. Das Ganze nennt sich Subsampling. Das ist meine Ansage. Dann gucken wir mal. So, die Controller sehen übrigens auch sehr schön aus hier. Oh mein Gott, Leute, ey, wer hätte das gedacht? PlayStation-Controller am PC, ist schon verrückt, ne? Meine lieben Leute. Jetzt sehe ich Half-Life Alyx auf der PlayStation VR 2. Ich hatte immer gehofft, das wird passieren direkt auf der PlayStation. Hier sieht natürlich alles jetzt fantastisch aus. Also, wie gesagt, 4200x4200 pro Auge, das ist einfach extrem. Ja? Ich glaube, für die Quest 3 habe ich in letzter Zeit eine Auflösung von 2800 oder so benutzt. Und das sieht da auch schon alles perfekt aus. Ich habe jetzt schon viele Vergleiche gehabt. Und zwar gestern gerade mit einer Pimax Crystal Light. Die hat eine Auflösung von 2800x2800 Pixeln. Also wirklich massiv schärfer. Und ja, dieser Schärfe aus, auf jeden Fall. Ja, und das Bild da war auch gut. Allerdings hatte sie ganz andere Probleme. Ich würde mal sagen, der Eindruck hier ist fantastisch. Übrigens, eine Geschichte ist mir auch immer wieder aufgefallen. Die Fresnel-Linsen von der PlayStation VR 2, die sind natürlich nicht so toll wie asphärische oder Pancake-Linsen in der Quest 3. Wenn man aber im Spiel ist, also wenn man nicht konkret Schrift liest im Menü der PlayStation 5, wenn man im Spiel ist, dann kriegt man das eigentlich auch gar nicht mehr mit. Sehe das jetzt natürlich hier an meinem Bildrand dann, ja, die meiste Zeit gucke ich geradeaus und dann ist das okay. Aber wisst ihr, was mir gerade auffällt, und das ist jetzt eine Geschichte, die hatte ich auch gestern bei der Pimax, wenn ich den Kopf bewege, dann wird das Bild insgesamt ein bisschen blurriger. Und so langsam frage ich mich, ob das vielleicht am PC ganz normal ist. Nee, bei der Quest ist mir das nicht aufgefallen. Ist ja interessant. Ja, genau dasselbe hatte ich gestern bei der Pimax.
Ich weiß nicht, ob ich, nachdem ich den OpenXR umgestellt habe, vielleicht den Rechner nochmal hochfahren müsste oder so. Solche Geschichten mache ich natürlich nicht heute hier sofort alle, sondern das wird jetzt ein Langzeitprojekt. Ich werde jetzt nach und nach alles Mögliche austesten, gucken, wie sich das anfühlt und wie die Spiele laufen auf der PlayStation VR 2. Natürlich schließe ich dann auch mal den langsamen Laptop an, wie man es anschließt und wie komfortabel das geht oder so. Hat das hier jetzt schon mal gut abgeliefert, ja? Keine Probleme beim Head-Tracking, keine Probleme bei den Händen. Gucken wir mal, wie sich das anfühlt, hier zu schießen. Ja, kann man alles machen. So, krasse Laptop. Hat jetzt aber tatsächlich hier Probleme, bei dieser irren hohen Auflösung die Framerate zu halten, ja? 4100. Also das, was Steam ihm automatisch anbietet, das mag er gar nicht so gerne. Gehen jetzt nochmal raus. So, ich mache jetzt so ungefähr 3000 mal 3000. Das ist die Auflösung, die ich normalerweise auf der Quest 3 fahre, um hier alles flüssig spielen zu können. Mal sehen, was er jetzt dazu sagt. Rein theoretisch geht hier nämlich weniger Rechenzeit auf, weil nicht das Bild auch noch gecrunched werden muss und rübergeschickt werden muss. Was ich jetzt hier so nicht direkt ablesen kann, ist die Latenz. Und das ist auch etwas, was man natürlich erst merkt, wenn man wirklich, wirklich so richtig ein Spiel spielt, ne? Wenn ich ehrlich sein soll, merke ich gerade jetzt im ersten Anlauf hier keinen Bildunterschied. 2800 mal 2900 Pixel, wie gesagt, genau dasselbe, was ich auf der Quest laufen lasse, wenn ich mit diesem Laptop hier operiere. Das Bild ist jetzt minimal unruhiger. Ja? An ein paar Stellen sehe ich so ein bisschen ganz leichtes Gejitter, aber das ist echt vernachlässigbar. Grundsätzlicher Bildeindruck ist eigentlich ähnlich. Ja? Also das super hohe Subsampling, das ist halt echt Geschmackssache, ob man das wirklich benötigt. Denkt dran, wenn ihr einen durchschnittlichen PC habt, ja, man kann natürlich die Auflösung immer runterstellen. Das wäre jetzt nochmal eine interessante Geschichte. Zack. Aha, guckt euch das an. Also, ich kann im Menü hier die Bildschirmhelligkeit jetzt regeln. Vibrationsintensität des Controllers kann ich ändern. Schwach, moderat, stark, okay. Geht zur Einrichtung des Spielbereichs. Und das war schon vorläufig keine Sicherheitshinweise mehr anzeigen. Und ich würde sagen, damit haben wir schon mal den allerersten groben Test gemacht. Jetzt gucke ich nochmal in Tabor rein, so. Das Controller-Tracking würde ich natürlich ausführlich testen, ja, mit Beat Saber etc., aber das mache ich zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt will ich nur mal ganz schnell sehen, ob ich wirklich die Chance haben werde, auf meiner PlayStation VR 2 Tabor zu spielen, auf dem PC. Dafür muss das Tracking auch noch bestimmte Sachen können, nämlich hier die Controller-Occlusion. Da das auf der PlayStation eigentlich alles gut klappt und dieselben Ingenieure wahrscheinlich die Treiber für den PC gemacht haben, erwarte ich, dass es gut funktioniert. Die Menütaste funktioniert, ja. Also, die PlayStation hat ja am rechten Controller die Menütaste und damit kann ich einfach das Menü aufrufen. Tatsächlich, das geht mit der Pico und der Pimax, komme ich nicht in dieses Menü, sodass ich Benzin kaufen kann, ja, und andere Sachen, was tatsächlich dem Spiel recht unabträglich ist. So, was ich interessant finde, ist, dass mein Bildeindruck, ja, wie gesagt, mit genau derselben Auflösung, in genau demselben Spiel sitze ich seit einem halben Jahr auf der Quest 3 rum. Ich muss auf jeden Fall zugeben, dass der generelle Bildeindruck auf der Quest für mich in diesem Moment jetzt hier schärfer ist. Aber das liegt auch daran, dass die Software der Quest das Bild, was ja gecrunched wird und rübergeschickt wird, künstlich nachschärft. Jetzt ist die Frage, ist das denn besser, wenn das nachgeschärft ist oder nicht? Ich weiß es auch nicht. Das ist auf jeden Fall etwas, mit dem ich jetzt problemlos spielen möchte. Ja, hier spüre ich gerade nichts, was mich davon abhält. Und jetzt kommt aber der richtige Test. Das hat gestern bei der Pimax nicht geklappt. Gucken wir mal, wie das hier funktioniert. Also, ich lege an. So normal, wie ich das immer tue. Ich gehe auch mal ruhig näher dran. Oh, vielleicht Einzelschuss besser. Das funktioniert. Also, ihr seht das, ich habe den Controller hier wahnsinnig nah dran. Kommt trotzdem zu keinen Abrissen. Ja, das ist gerade perfekt. Ich kann mir überhaupt nicht leisten, die Munition zu verschwenden, Leute. Ohne Scheiß. Ich habe hier in der Steam-Version des Spiels noch nicht so viele Ressourcen. Wir können noch mal gucken, was ich hier eigentlich intern für Grafik eingestellt habe. Weil das ist etwas, was jetzt auch auf euch zukommt, Leute. Also hier steht alles auf Epic. Alright. Beim PC, ja, steckt man nicht einfach ein und legt los, sondern ihr könnt in Steam wie eine Auflösung festlegen. Dann könnt ihr noch in jedem Spiel eine Auflösung festlegen. Und wenn ihr Pech habt, so wie bei der, was heißt Pech habt, aber das ist halt das Prinzip, so wie bei der Quest, gibt es vor SteamVR auch nochmal ein Software-Layer, wo ihr Einstellungen machen könnt. Das ist super crazy. So, daran muss man sich erst gewöhnen. Ihr seid jetzt verantwortlich für eure Spielqualität.
Das macht das nicht automatisch. Ich habe das gesehen, wenn ich Steam VR auf automatisch mache, dann dreht das total hoch, eure Framerate droppt und das Bild wird dabei nicht bemerkenswert besser. Ja, also für einige Leute schon, aber für die meisten ist das Bild mit einer Auflösung, die ich jetzt fahre, so bei 3000 mal 3000. Ja, da hat man einen Subsampling-Faktor von ungefähr 1,5, glaube ich. Das ist eigentlich schon sehr befriedigend. So, aber was ich sofort feststelle, ja, das ist bei der Pico und bei der Pimax jetzt auch nicht so gewesen. Ich bin ja total an die Quest gewöhnt und dann fühlt sich so ein Spiel im ersten Moment auch ein bisschen merkwürdig an, ja, wenn man irgendwie ein neues Gerät hat. Auf der PlayStation jetzt hier fühlt sich das eigentlich sehr gut an. Da muss ich dann nämlich das Tracking auch beweisen. Ja, aber wenn ich hier einfach irgendwo über Kümmern und Korn ziele, ist es eigentlich perfekt gerade bei mir. Ah, da links war einer. Ich habe ihn noch gesehen. Ich bin zu schnell rein. Okay, perfekt. Gott sei Dank nicht gestorben, sonst hätte ich nicht aufhören können zu spielen. Das war der allererste schnelle, grobe Test, womit ich sehr happy bin. Es fühlt sich erstmal alles richtig an. Ja? Also hier ist nichts merkwürdig. Bei einigen Headsets, man schließt sie am PC an, irgendwie ist das alles ein bisschen merkwürdig. Ich kann es manchmal auch gar nicht erklären. Das ganze Tracking und so fühlte sich extrem direkt an. Ja? Das war ehrlich gesagt auch meine Hoffnung, dass es noch bessere Latenz hat als zum Beispiel mit der Quest 3, wo das Signal irgendwie gecrunched und geschickt wird, obwohl die wahnsinnig gute Algorithmen mittlerweile haben, muss man auch echt sagen. Das fühlte sich alles sehr gut, sehr direkt an. Wenn alles klappt, ich sage das auch nochmal, dann werde ich einfach heute Abend einen Live-Tabor-Stream mit der PlayStation machen und dann gucken wir uns mal an, wie das denn in der Praxis wirklich, wirklich, wirklich läuft. Natürlich gucke ich dann auch noch, werde die jetzt auch nochmal an das kleine Laptop anschließen, das ich habe, damit ich gucken kann, wie es an einem nativen DisplayPort ist. Im Prinzip macht sie erstmal alles so, wie ich es erwartet habe. Ja, das Bild ist gut, aber natürlich mit den 2000 mal 2000 Pixeln und den Fresnel-Linsen der PlayStation auch das, was es ist. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe überhaupt keinen Mura wahrgenommen. Aber das sehe ich meistens an der PlayStation auch nicht. Ich habe jetzt nicht explizit darauf geachtet, ich habe es einfach nicht gesehen, gar nicht. Der Effekt scheint sich zumindest nicht zu verstärken am PC. Und jetzt werde ich ein bisschen Langzeittest machen. Ich denke mal, bei den meisten Sachen werdet ihr dabei sein. Ja, ich werde jetzt sehr, sehr viele Livestreams vom PC mit der PlayStation VR machen und dann gucken wir immer, wie das so funktioniert. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt sie super gerne in die Kommentare. Dann nehme ich sie natürlich auf und beantworte sie. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video und findet das hilfreich. Schreibt das auch gerne in die Kommentare. Ich bin erstmal draußen. Bis Dance Mutensen. Mo von VR. Immer für euch da. Bye, bye.